Okay Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 986 sind endlich raus und meine Güte, passiert hier etwas Krasses, Leute. Der Angriff gegen Kaido startet endlich und das ziemlich unerwartet, dennoch sehr, sehr spektakulär. Lehnt euch zurück, es wird sehr spannend. Los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu One Piece Kapitel 986 Spoiler. Nach einer Woche Pause gibt es endlich wieder die Spoiler. Und Leute, was soll ich sagen? Die Spoiler sind absolut heftig. Bevor es aber losgeht, nächste Woche, Leute, ist keine Pause. Das bedeutet, nächste Woche geht es wie gewohnt weiter. Aber ich meine, danach wird es dann wieder eine Pause geben. Egal, wir kriegen jetzt erstmal zwei Kapitel hintereinander, Leute. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, Leute, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen könntet. Wäre sehr nice von euch. Ich halte euch stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich die neuesten Spoiler. Die neuesten News etc. zu One Piece. Tretet gerne der Crew bei. Ist kostenlos, tut nicht weh. Wäre sehr nice von euch. Und nun würde ich sagen, hüpfen wir in die Spoiler. Das Kapitel trägt den Titel My Name und das Ganze ist auf Momonosuke bezogen, denn der kommt hier mehr oder weniger jetzt hier auch nochmal mehr in den Zentrum, beziehungsweise hier so in den Mittelpunkt. Wir sehen aber unter anderem Denjiro und Kinemon, die halt die Hintertür von Kaidos Schloss erreichen. Jetzt sind so im Groben alle Scabbards zusammen und komplett. Und wir sehen den Grund, warum Okiku geweint hat, nämlich Okiku und Raizo, die beiden sind am Weinen, denn Kanjuro, der liegt dort wirklich im Dreck, im Boden, ja, völlig mit Blut überlaufen, also die haben ihn anders zerstört, wahrscheinlich so wie es hier steht, und sie lassen ihn links liegen, gehen weiter, und ja, da ist nochmal die Möglichkeit offen, dass Kanjuro natürlich wieder kommt, da, also er ist nicht gestorben, also der ist auf jeden Fall noch hier am Start, beziehungsweise ist nicht irgendwie offiziell bestätigt, dass dieser gestorben ist oder sonstiges, das heißt, er kann definitiv irgendwann in naher Zukunft wiederkommen. Ich denke, Ichiro Oda wird sich definitiv dessen Plot-Element bedienen, da bin ich mal gespannt, wie er ihn zurückholen wird, und dann geht es weiter im Schloss, beziehungsweise dort drumherum, nämlich alle, also wirklich alle Untergebenen von Orochi, die haben gesagt, alles klar Kaido, wir schwören dir jetzt unsere Treue. Wir waren ohnehin nicht wirklich treu bei Orochi. Das war alles so eine Farce und bei Orochi ist das ja immer so sehr, sehr speziell bei diesem Charakter. Wundern tut es mich jetzt gerade nicht, ja, aber Kaido kann auch immer noch nicht in diesem Moment glauben, dass Momonosuke der Sohn von Oden Kuzuki ist, auch wenn er irgendwie genauso aussieht. Also ich weiß nicht, also Kaidos Gedächtnis ist irgendwie so ein Schweizer Käse. So habe ich jetzt das Gefühl, so fühlt es sich zumindest für mich an, ja. Und er wird oder hat Momonosuke dann immer noch die gleiche Frage gestellt, die er ihnen halt vor 20 Jahren gestellt hat, nämlich, was ist dein Name, wie heißt du, und wenn Momonosuke jetzt theoretisch mit einem anderen Namen antworten würde, würde Kaido ihn sogar verschonen. Dann gibt es einen Wechsel zu Ruffy und Yamato und Ruffy nimmt endlich diese scheiß Handschellen ab, also ich habe mich schon beim letzten Kapitel gefragt, ey Leute, warum nimmt er den nicht, warum hat er die Handschellen nicht abgenommen oder sowas, ich weiß nicht, wäre das eine zu sehr oder eine zu krasse Zusage zu Yamatos Frage, ey, ich will mit dir mitsehen oder so, wollte Oda da vorsichtig sein oder was hat das für einen Grund gehabt, aber nee, es scheint doch einen anderen Grund zu haben, dass man vielleicht sogar diese Explosion so ein bisschen benutzen sollte oder wird ja für einen bestimmten für eine bestimmte Situation, und wir haben hier Ulti und Who's Who, die beide eine Nachricht bezüglich Ruffy und Yamato bekommen und die beiden machen sich jetzt auf dem Weg, was so schon in den letzten Kapiteln so ein bisschen angekündigt, beziehungsweise von vielen auch in der Community so gesagt wurde, dass die beiden sich jetzt Richtung Ruffy und Yamato aufmachen, dass wir da sogar vielleicht sogar den ersten Kampf haben gegen Who's Who oder gegen Yamato, und wichtig hier nochmal zu erwähnen ist, Page One ist nicht mit Ulti mit am Start. Lysop, Chopper und die Red Scabbards, ja, also die Schwertscheiden, die sind alle auf dem Weg zur Hauptbühne und Law, der läuft da irgendwo in dem Castle, also in dem Schloss von Kaido rum, und was der da treibt, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, was der da irgendwo vorhat, ja. Kid und Zoro, die kämpfen immer noch gegen die Leute von Kaido. Zurück zur Bühne kriegen wir natürlich Momonosuke, der Kaidos Frage beantwortet, und natürlich, Leute, beantwortet der die Frage, wie heißt du, mit ich bin Kozuki Momonosuke, Leute. Alles andere wäre auch Quatsch und schwachsinnig, oder hat das natürlich hier ganz gezielt so gemacht, dass es so ist, und ist natürlich, oder es wird natürlich ein sehr, sehr epischer Moment sein, oder ist ein epischer Moment. Ich freue mich schon auf das Panel, wenn wir das so richtig sehen. Es gibt schon ein paar Panel, ich glaube, da ist das sogar auch schon mit dabei.
Ich verlinke natürlich alles unten in den Kommentaren, da könnt ihr das natürlich gerne mal selber nachschlagen, ja, und die Spoiler, die aktualisieren sich ja immer wieder. Und Momonosuke antwortete hier Kaido und hat im gleichen Moment dann sehr, sehr emotionale Flashbacks mit seinen Eltern, ja, und es ist natürlich sehr, sehr schwierig für einen kleinen Achtjährigen, der halt seine Eltern verloren hat durch Kaido, ja, der dann wirklich jetzt gerade selber am Kreuz so ist, ja, ans Kreuz genagelt, was das Wort ist, ja, nicht wirklich genagelt, natürlich ist er gebunden, ja, das Nageln wäre natürlich vielleicht so ein bisschen zu brutal gewesen von Oda, ja, aber Orochi den Kopf abschlagen, nee, aber er hat natürlich so diese krassen Flashbacks jetzt zu seinen Eltern, ist natürlich klar, ey, Momonosuke ist immer noch ein kleines Kind, Leute, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn er so sehr weinerig ist, etc., er ist sehr, sehr traumatisiert, wo ich jetzt im Nachhinein immer wieder sagen muss, Leute, ja, das ist halt, glaube ich, so, ich denke, jeder von uns, der 8 Jahre alt wäre, wäre genauso in der Art. Und Kaido hat dann den Entschluss gefasst, Momonosuke zu töten. Im selben Augenblick explodiert dann die Wand wegen Yamatos Handschellen und die Bombe in Yamatos Handschellen, die scheint viel, viel, viel krasser zu sein als normale Bomben von Handschellen oder sonstiges. Es scheint viel, viel heftiger zu sein und Yamato ist sehr, sehr angepisst auf Kaido, weil sie einfach jetzt weiß durch die Handschellen, okay, Kaido wollte sie dann wirklich töten, wenn sie versucht hätte zu fliehen oder sowas in der Art, weil also die Explosion, die scheint ja so heftig gewesen zu sein, dass das dann so die einzige mögliche Schlussfolgerung draus wäre. Des Weiteren will Yamato dann Kaido angreifen, aber Leute, das überrascht mich jetzt selber krass, ja, Ruffy stoppt Yamato und nennt Yamato wirklich Yamao, ja, also nicht Yamato, Yamao ist jetzt der neue Name von Yamato, ein Spitzname und hier nochmal ganz wichtig, hier, er nennt zum Beispiel Trafalgar Law, nennt er auch Torao, ja, oder Kid zum Beispiel, Gisao, ja, also diese Abkürzungen, ja, sehr, sehr lustig und jetzt wird es sehr, sehr interessant, denn Ruffy sagte hier, ey, wir sind nicht diejenigen, die diesen Kampf offiziell beginnen und Leute, Ruffy hält sich mal an einen scheiß Plan, ey, wer hätte es gedacht, also Ruffy hält sich endlich an einen Plan, was sehr, sehr krass ist, ja, ich muss sagen, fand ich sehr nice, dann auf einmal die Red Scabbers, ja, die stürmen hinter Kaido oder überraschen Kaido auf der Bühne durch die Wand quasi, Izu schießt mehr oder weniger das Schwert von King aus der Hand und Kaido schreit dann im selben Augenblick, dass ihre Scheißschwerter nutzlos gegen ihn sind, aber als die roten Schwertscheiden irgendwie auf Kaido draufspringen, hat Kaido dann so ein Flashback oder so eine Art Halluzination, dass Odin quasi auf ihn zustürmt, ja, weil er damals fast gegen Odin verloren hat, also er sieht so mehr oder weniger das Bild von Odin und ist so in Schockstarre und Leute, sie stechen Kaido, also sie haben ihn einfach durchstochen, also sie haben ihn mit den Schwertern, also die Scabbards, die haben Kaido wirklich, also ich musste doppelt und dreifach gucken, sie haben Kaido angegriffen. Und das auch so semi-Erfolg, also schon so ein bisschen erfolgreich, ja, also von den ganzen Leuten haben jetzt das nur geschafft, Denjiro und Kinemon, die beiden haben es geschafft, Kaido zu stechen, also die haben es geschafft, Kaido zu, wirklich zu erreichen, also wirklich krass, also ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, ja, sehr interessante Spoiler, Leute, ich verlinke euch das Ganze natürlich in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wäre sehr nice von euch. Und da bin ich jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein. Ciao und tschüss.